herzkrank. Ich habe im Gartenstuhl gesessen, habe nichts weiter gemacht, als mich mit Freunden zu unterhalten und es ging los. Der Körper macht mit einem Dinge, die man so nicht erwartet und auch nicht so gut findet. Dass dann natürlich auch Schlaganfälle und so weiter im Hintergrund standen, die dadurch ausgelöst werden könnten, macht man sich natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken. Vorflimmern ist weltweit die häufigste Herzrhythmusstörung überhaupt. Allein in Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen erkrankt. 2050 werden wahrscheinlich sogar doppelt so viele daran erkrankt sein. Vorflimmern als solche ist nicht lebensbedrohlich, kann aber lebensbedrohliche Erkrankungen nach sich ziehen. Das Schlaganfallrisiko, das steigt um das Fünffache. Umso wichtiger ist es eben, dass Vorflimmern schnell diagnostiziert und therapiert wird. Umso höher sind nämlich dann die Heilungschancen und die Lebensqualität steigt natürlich auch. Aber wie erkenne ich Vorhofflimmern? Woher weiß ich, dass ich daran erkrankt bin? Wie fühlt es sich an, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Angst und Panikgefühl, als könnte man nicht mehr richtig durchatmen, als würde es innen drin einfach ganz massiv hämmern. Und dadurch wird ja auch der Puls auf einmal aufs Doppelte erhöht. Da sitzt ein Boxer bei mir in der Brust, der teilt nach allen Seiten aus. Ich habe mich selber auch nicht beruhigen können. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Staffel Herz intakt, ein Podcast von Medtronic. Ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner und Notfallmediziner und darf heute ganz herzlich meinen lieben Kollegen Professor Marc Horlitz begrüßen, Herzspezialist und Chefarzt tätig an der Klinik Porz am Rhein in Köln. Marc, schön, dass du da bist. Ivy, vielen Dank, dass ich kommen darf. Ja, wir unterhalten uns heute über die Ursachen, über die Symptome und Folgen von Herzrhythmusstörungen. Und wir haben es ja gerade schon gehört, das greift so richtig ins Leben ein. Sind das denn die typischen Symptome, die so jeder beschreibt? Jeder nicht, aber viele. Mhm. Also Vorflimmern führt tatsächlich zu diesen Beschwerden. Herzrasen, man kommt plötzlich nicht mehr in die Gänge, die Leistung ist weg. Man hat ein Angstgefühl, vor allem das Herzrasen kommt ja plötzlich aus dem Nichts heraus. Es kann sein, dass der Patient auch gar nicht mehr richtig die Treppe hochkommt. Er kann das Gefühl haben, auch zu ersticken. Aber es gibt auch viele Menschen, 40%, die haben gar keine Beschwerden. Die haben die gleiche Rhythmusstörung und haben aber keine Beschwerden. Also man muss aufpassen, dass man auch manchmal solche Rhythmusstörungen auch wirklich erkennt. Ich kann die Ängste voll nachvollziehen. Ich gerate ja schon in Panik, wenn das Herz bei mir nur mal stolpert. Und das ist ja normal bei jedem Menschen. Aber ich glaube, als Sportler bist du ja sowieso sehr körperhörig. Ja. Aber wie erkenne ich denn jetzt als Laie, dass es sich tatsächlich um Vorhofflimmern, was ja dann behandlungswürdig wäre, handelt und nicht um so einen häufigeren Herzstolperer, worüber der Doc Esser gerade jammert? Am Ende beweist es nur das EKG. Mhm. Aber natürlich kann man im Vorfeld selber auch schon was tun. Man kann den Puls auch selber tasten. Mhm. Du kannst ja hier am Arm, wo der Daumen ist, den Puls sehr gut fühlen. Also in der Verlängerung des Richtig. Daumens letztendlich. Und dann vielleicht mit dem Mittelfinger und Zeigefinger tasten. Mhm. Und wenn du merkst, dass dein Puls unregelmäßig ist, wenn er irgendwie aus dem Takt ist, solltest du vorsichtig sein und dann solltest du einen Arzt aufsuchen, der dann EKG macht. Und im EKG erst kann man sehen, sind es nur harmlose Extraschläge oder ist es Vorhofflimmern. Also bei mir ist er ganz regelmäßig. Übrigens, es besteht auch eine Möglichkeit für den Fortgeschrittenen am Hals das Ganze zu führen. Man legt ihn da auf die Schlagader. Das ist genau die Ader, die im Krimi immer als Messerangriff dann irgendwie gilt. Haltet einfach mal drauf. Was da regelmäßig pocht, ist letztendlich euer Puls. Was hältst du denn von den Uhren? Es gibt ja manche Uhren, die das auch schon recht gut können oder bist du da noch sehr zurückhaltend? Ja. Es ist super. Also ich bin total begeistert. Also ich habe natürlich das als Vorbild für meine Patienten erstmal genommen, weil ich weiß, mit dem EKG kann man alles beweisen. Und wenn ich eine Uhr habe, die ein wunderbares EKG aufzeichnen kann, dann kann ich das ja zu Hause ohne Arzt. Und ich habe die Uhr seit anderthalb Jahren und ich bin ja auch selber Sportler. Also ich bin einer, der diese Uhr nutzt, weil unglaublich tolle Daten für den Sport da sind, aber auch das EKG. Und ich kann dir sagen, das EKG ist qualitativ so hochwertig, ich brauche eigentlich kein richtiges EKG in meiner Praxis. Also ich halte von den Uhren sehr viel und ich glaube auch, dass diese digitale Gesundheit auch in den nächsten Jahren bei uns so Einzug hält, dass wir einen Raum haben für Fernsehen, einen für Essen und einen für digitale Medizin. Blutdruck, Blutzucker, EKG. Da könnte ich mich mit dir jetzt stundenlang darüber unterhalten, also, das ist sowieso spannend. Völlig klar. Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig, das Statement, weil ich vertrete genau deine Meinung, dass das EKG zumindest für die Detektion, für das Erkennen von Vorhofflimmern oder eben auch einer Asystolie, dass sie tatsächlich auch Leben retten kann. Also, auf jeden Fall. Und wir müssen ja wissen,
Je früher wir das Vorflimmern erkennen, desto früher können wir was tun. Also insofern ist die Diagnose ganz, ganz wichtig und überhaupt beim Vorflimmern immer früh, früh, früh. Früh erkennen, früh behandeln. Und deswegen ist die Uhr, die digitalen Medien einfach wahnsinnig gut, um das dann entsprechend dann zu dokumentieren. Jetzt habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich Vorhofflimmern habe. Hm. Zu welchem Arzt gehe ich denn jetzt? An welchen Arzt wende ich mich? Ist der erste Gang zum Hausarzt oder wohin würde ich gehen? Also der Hausarzt ist schon mal der erste richtige Anlauf, weil der kann mit dem EKG es bestätigen. Der kann auch die Grunduntersuchung machen, Blutdruck messen, Blutzucker. Es gibt ja Risikofaktoren, die ein Vorhofflimmern auslösen. Aber dann wird er vernünftigerweise einen Kardiologen einschalten, der dann natürlich mit Ultraschall und mit Belastungsuntersuchungen, wir machen mal sehr gerne in der Klinik Stressechokardiografien, um festzustellen, ob eine übergeordnete Ursache für das Vorflimmern vorliegt. Kann eine Herzklappenerkrankung da sein, eine Durchblutungsstörung am Herzen? Das müssen wir herausfinden, bevor wir dann sagen, wir behandeln jetzt direkt das Vorflimmern. Und dazu kann der Hausarzt direkt natürlich den Blutverdünner aufschreiben, den man braucht, damit man keinen Schlaganfall bekommt. Ich glaube, jetzt müssen wir an dieser Stelle erstmal erklären, was genau eigentlich Vorhofflimmern ist. Du hast schon gesagt, es wird durch verschiedene Risikofaktoren ausgelöst. Ja. Aber was passiert denn genau beim Vorhofflimmern? Also ganz salopp formuliert, im linken Vorhof des Herzens entstehen, ich sage das mal so ganz gerne, falsche Zündkerzen. Okay. Das heißt, das ist Bindegewebe, was sich eigentlich in ein gesundes Gewebe eingliedert. Soll es gar nicht, tut es aber, warum auch immer. Und das führt dazu, dass die Zellen nicht die Erregung einfach harmonisch weiterleiten können. Sie werden durch Bindegewebe gebrochen. Es kommt dann dort zu diesen ganzen Rhythmusstörungen. Quasi wie eine Welle, die auf den Felsen im Rhein zugeht und dann gebrochen wird. Es kommt zur Strudelbildung und das erzeugt Vorhofflimmern. Also im linken Vorhof Bindegewebe, Fibrose, das ist die Ursache. Und das löst dann die Rhythmusstörung aus und nicht nur einmal, sondern natürlich dann immer wieder. Ich glaube, für alle Laien müssen wir auch hier nochmal kurz erklären, das Herz besteht aus 4 Herzkammern, rechter Vorhof, linker Vorhof, rechte Herzkammer und die linke Kammer. Ja. Und die sollten eigentlich im Takt schlagen, deswegen ja auch der Name unseres Podcasts. Und das genau passiert dann eben nicht mehr. Mhm. Die Vorhöfe koppeln sich letztendlich ab. Das Richtig. Herz kontrahiert sich nicht mehr harmonisch. Richtig, weil das Vorhofflimmern im Herzen so schnell ist, dass der Vorhof nicht mehr in der Lage ist, sich wirklich zu kontrahieren. Das heißt, die Erregungen sind so wild durcheinander, dass der Vorhof nicht mehr geordnet seine Muskelkraft umsetzen kann. Also geht das Blut nur noch passiv durch den linken Vorhof in die Hauptkammer und dementsprechend fehlt dem Herzen an Grundleistung 30%. Wie wenn du mit deinem Auto fährst, ein Ventil ist plötzlich kaputt. Ja, und dann fährst du halt nicht mehr so schnell. Und dieses Ventil ist entscheidend, das sind 20-30% Herzleistung. Ich finde das wunderbar, den Vergleich mit dem Auto. Das kann ich mir nämlich jetzt sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt wird aber der eine oder andere sagen, naja, wenn mir 30% fehlen, ich bin vielleicht schon älter, 80, 82, 83, 84, was soll denn da groß passieren? Was sind denn jetzt die Komplikationen? Wir hatten ja eben schon den Schlaganfall erwähnt. Das ist die wichtigste Komplikation, die wir nennen müssen, denn wenn Vorhofflimmern gerade bei einem über 65-Jährigen auftritt, dann hat der ja Risikofaktoren, das haben wir durch unsere Studien schon berechnet und können sagen, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen bei Vorhofflimmern sehr, sehr hoch ist. Also das Erste, was wir da brauchen, ist ein Blutverdünner, um dafür zu sorgen, dass eben der Vorhof, der nicht mehr sich kontrahieren kann, nicht Blutgerinnsel erzeugt. Denn es kommt so wie Sahne geschlagen im linken Vorhof, gerade in so einem kleinen, wir haben da Vorhofohren, nicht nur am Körper, sondern am Kopf, sondern wir haben auch im Herzen Ohren und dort können dann diese Blutgerinnsel entstehen. Das heißt, das Blutgerinnsel muss verhindert werden, also Blutverdünner im Grunde natürlich auch für die Älteren. Da ist das Alter ganz im Gegenteil kein Risiko, sondern es ist wichtig, dass man gerade im Alter den Blutverdünner nimmt, weil das Risiko nämlich steigt, wenn man ihn nicht nehmen würde. Und ob man nun etwas weiter behandelt im Sinne, dass man das Vorhofflimmern beendet oder wie auch immer, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Symptomatik eines älteren Menschen ab. Aber man muss wissen, wenn man Vorhofflimmern nicht behandelt, wird es chronifiziert und dann lebt man ein Leben lang. Und wenn wir zum Beispiel in unserem Alter Vorhofflimmern hätten, dann würde man sich schon überlegen, ob man es akzeptieren würde, Vorhofflimmern lebenslang zu behalten. Darüber müssen wir reden. Es gibt ja eine Einteilung hinsichtlich der Häufigkeit des Vorhofflimmerns. Wie wird es eingeteilt medizinisch? Anfallsartig, das heißt, das Vorhofflimmern kommt und geht. Das ist noch die günstigste Form. Und da rate ich auch schon zu handeln, weil das Vorhofflimmern basiert nur auf wenig Bindegewebe, wenig Unkrautgewebe im linken Vorhof. Da können wir noch gut was tun. Wenn wir das nicht tun, geht es automatisch in eine dauerhafte Form über. Und dann können wir am Anfang noch mit der Kardioversion das Vorhofflimmern unterbrechen. Wenn wir das auch nicht tun und dann immer noch ein Jahr verstreichen lassen, dann ist es so, dass wir als eine permanente Form, ist als chronisch bezeichnet. Das heißt, dann können
können wir machen, was wir wollen. Das Vorflimmern geht dann nicht mehr weg. Also drei Formen, die dann so gleitend ineinander in entsprechenden Zeitabständen übereinander gehen. Du hattest eben ja schon gesagt, dass man dadurch deutlich an Herzkraft verlieren kann. Mhm. Und eine weitere Komplikation neben dem Schlimmsten, nämlich dem Schlaganfall, ist ja, dass das Vorhofflimmern nicht nur in dieser Herzrhythmusstörung besteht, sondern dass es eben zu einer sehr tachykarden, also zu einer sehr schnellen Version kommt. Ja. Was passiert denn da unter Umständen, wenn das auch unter Umständen unbemerkt bleibt, was ja bei vielen Älteren zum Teil so ist, ne? Weil wenn das Herz, wie bleiben wir beim Automotor, wenn du im zweiten Gang fährst und bist aber dann bei 100, 120, das macht Spaß, du fährst dann schnell los, aber wenn du dann so weiterfährst, dann ist irgendwann der Motor überfordert. Das heißt, am Herzen kommt es zu einer Herzschwäche. Das Herz ist zu schnell, es kommt zu einer, ich sag's mal medizinisch, Tachykardiomyopathie. Der Herzmuskel ist völlig überfordert. Und wenn wir das so belassen, dann wird eine Herzschwäche entstehen. Es kommt dazu, dass Wasser in der Lunge sich bildet, weil das Herz ja nicht mehr richtig pumpen kann. Und da kommt es schon zu schweren Dekompensation, schwierigen Verläufen, und Herzinsuffizienz ist leider Gottes sehr, sehr gekoppelt mit einer erhöhten, verfrühten Sterblichkeit. Herzinsuffizienz, Herzschwäche. Herzschwäche. Endlich der Motor dafür zu schwach wird, weil das Herz zu schnell ist. Eine der wichtigen Ursachen für die Herzschwäche ist die Tachykard, die schnell übergeleitete Vorhofflimmernform. Also man sieht, es ist alles andere als ein Krankheitsbild, was nicht ernst zu nehmen ist. Richtig. Wir hatten eben darüber gesprochen, oder beziehungsweise es zeigt sich so das Bild auf, es betrifft nur die Älteren. Das ist aber Quatsch. Es gibt ja auch ganz klare Risikofaktoren, sodass auch Jüngere betroffen sein könnte. Was wären denn so die typischen Risikofaktoren? Du bist der richtige Typ für Vorhofflimmern. Ja, ich will dir keine Angst machen. Jetzt kommt das Sportliche, ne? Ja, also wir oder sehen... Oder mein Alter. Nein, ich milder das ein bisschen ab. Es ist ein bisschen Genetik. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht den Genort richtig festgestellt, sind aber am Forschen. Aber die Genetik spielt eine Rolle. Dann spielt es eine Rolle, ob du irgendwann in deinem Leben auch mal Entzündungen gehabt hast. Viele Leute kommen an, 10 Jahre vor, mal eine Herzmuskelentzündung gehabt oder mal eine schwere Lungenentzündung. Also die Entzündung führen auch durch die Abheilung zur Bildung von Fibrose, Unkrautgewebe im linken Vorhof, was dann zu Vorhofflimmern führt. Also es gibt ganz andere Dinge, und dann gibt es natürlich Risikofaktoren, die natürlich auch schon mit 40, 50 gepflegt werden. Du natürlich nicht. Übergewicht. Ich halt einfach nur den Bauch eingezogen gerade. Da muss aber lange anhalten jetzt. Hoher Blutdruck, Zucker, Übergewicht. Das sind Risikofaktoren, die führen sehr häufig zum Vorhofflimmern. Also unsere Patienten, die wir sehen, ja, die fangen dann so zwischen 45 bis 70, 80. Also das Alter ist nicht unbedingt das einfache, klassische Risikoprofil. Also es geht schon recht los. Ne? Nichtsdestotrotz, ich hatte es ja eben schon erwähnt, ich habe gedacht, du würdest mich als sportlich einschätzen. Sehr du sportlich. Hast aber sehr elegant drumherum geschifft. Aber auch Sportler, Ausdauersportler, haben ja ein leicht erhöhtes Risiko. Nicht dafür. Nur leicht. Woran liegt also, das denn? Es ist so, dass wir bei den Sportlern zwei Dinge vermuten. Punkt eins, die Sportler wollen ja natürlich immer mehr, immer mehr. Das heißt, wenn ich jetzt die 100 Meter in 10 so verlaufe, will ich sie dann in 9,8 laufen. Mhm. Das heißt, der Körper wird so trainiert, dass der Herzmuskel versucht, durch eine Vergrößerung des Vorhofs noch ein kleines bisschen mehr Blut in den Hauptkammerbereich also zu pumpen. Dadurch wird der Vorhof natürlich gestresst, die Zellen werden gezogen, und dann kommt es zu kleinen, leichten Entzündungen, die dann in Fibrose umgewandelt werden. Mhm. Oder, was ich auch vermute, wir betreuen ja Viktoria Köln und die Kölner Haie seit vielen Jahren sportkardiologisch, und da sehen wir die Jungs ja total super durchtrainiert, also wirklich tolle Typen, aber was da an Laktat freigesetzt wird. Okay. Und Laktat verändert ja den pH-Wert im Blut, das heißt, es wird sauer, und alles, was sauer ist, führt zur Entzündung, das geht aufs Herz und könnte möglicherweise dann auch durch die Entzündung und durch die Ausheilung zu Fibrose, zum Unkrautgewebe führen. Deswegen 10% der Leistungssportler haben Vorhofflimmern. Die normale Bevölkerung 1-2%. Also Leistungssportler sollen weiter Leistungssport machen, aber trotzdem sehen wir im Verlauf dann häufig auch gerade bei den ganz jungen Durchtrainierten das Vorhofflimmern. Genau, da muss ich jetzt auch noch was einhaken. Also ich stehe ja für Sport und Bewegung. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, ja Moment, die beiden haben gesagt, Sport ist Mord. Ganz im Gegenteil. Es gilt für die Leistungssportler, ne? Also da müsst ihr erstmal in dem Bereich sein, damit ihr auch wirklich so ein hohes Risiko habt. Klar. Aber nichtsdestotrotz, die müssen daran denken. Ich kenne eine wunderbare Untersuchung der Uni München. Die sind übers Oktoberfest gerannt und hatten kleine EKGs dabei. Ja. Und da musste dann jeder mal draufhalten. Und es war erschreckend, wie viel dort der stark Angetrunkenen wirklich ein Vorhofflimmern oder eine andere Art der Herzrhythmusstörung gezeigt haben. Was spielt Alkohol für eine Rolle? Alkohol kann
Bindegewebe Fibrose machen, kann Vorflimmern auslösen. Wir haben das früher mal als Holiday-Heart-Syndrom bezeichnet. Ne, man fährt nach Mallorca, gibt sich richtig die Kante, kommt dann am Sonntag dann wieder, am Abend dann bei uns in der Notfallambulanz und dann am nächsten Tag war das Vorflimmern dann weg. Alkohol im übertriebenen Maße kann Vorflimmern machen. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass man, wer Vorflimmert, keinen Alkohol mehr trinken darf. Im vernünftigen Maße, denke ich, mit Augen auf Augenhöhe darf man auch mal gerne mal was trinken, aber ich nicht glaube, zu viel. Vieles mit Augenmaß ist immer. Völlig okay. Wie im Leben immer. Aber wir reden ja wirklich von den Quartalstrinkern oder eben Pegeltrinkern, die sich richtig massiv zuschütten. Ja, und das ist bekannt. Ist natürlich auch spannend, trotzdem das zu wissen, gerade für die Holiday-Heart-Syndrome entwickeln, halt der typische, nicht der typische Malle-Besucher oder ein Teil der Malle-Besucher, die auf dem Ballermann zu finden sind. Ja, es gibt auch andere Inseln, aber letztlich ist es so und dann ist es aber auch dann für die einfach, dann den Alkohol zu modifizieren, ein bisschen zu reduzieren. Das ist dann noch ein relativ einfacher Fall. Die meisten Menschen können nichts tun, um weitere Vorflimmer-Episoden dann zu verhindern. Dann sind die Risikofaktoren da, aber die Fibrose, das Unkrautgewebe im Beet, ist da und wird nicht zurückgehen, weil ich jetzt den Risikofaktor dann in den Griff bekomme. Das ist natürlich wichtig, aber letztlich wird das Vorflimmern immer wieder kommen. Da müssen dann andere Lösungen her. Ich habe ganz früh bereits als junger Medizinstudent in einem Schlaflabor gearbeitet. Damals wurde das noch belacht. Ja, das war noch ganz, ganz klein. Wir reden ja hier von Mitte der 90er Jahre. Bis man dann irgendwann festgestellt hat, dass das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom doch mit einigen Risiken verbunden ist. Auch das kann wiederum Vorhofflippern zumindest unterstützen und triggern. Ne? Ja, hundertprozentig. Also das Schlafapnoe-Syndrom, das ist das Erste, was ich frage. Wie schlafen Sie? Und zwar frage ich nicht den Patienten, ich frage die Frau. Schlau. Schnarcht Ihr Mann ab und zu? Umgekehrt gibt es das aber auch, dass ich die Männer fragen muss. Ja. Und dann ist es, der schnarcht sehr, sehr viel. Und haben Sie auch mal das Gefühl, dass er mal aufhört zu atmen? Ja, und ich mache mir dann immer Sorgen und dann muss ich den Mann dann immer anfassen und dann atmet er wieder. Das sind natürlich die Zeichen, dass nachts plötzlich die Atmung aussetzt. Was passiert, wenn ich keinen Sauerstoff bekomme, dann würde mein gesamtes System rebellieren, die Stresshormone würden frei werden, weil der Körper schreit nach Sauerstoff. Und durch die vielen Stresshormone wird natürlich das Herz enorm unter Druck gesetzt und dadurch entstehen natürlich auch wieder diese Fibrosezellen, die Bindegewebszellen. Deshalb entwickeln Patienten mit Schlafapnoe-Syndrom sehr häufig Vorflimmern. Und bevor wir irgendetwas machen, ab ins Schlaflabor und CPAP-Maske. Und dann kann es sein, dass das Vorflimmern vielleicht weg ist. Übrigens, das Gleiche gilt auch für Patienten mit einem Bluthochdruck, der ganz schwer einstellbar ist. Wenn nämlich da das Schlafapnoe-Syndrom vorliegt und nicht gut behandelt ist, dann wird der Patient immer wieder mit seinem Blutdruck entgleisen. Auch da gehört die ordentliche Therapie absolut dazu. Ja. Man muss da ganz schön weit aufgestellt sein, um wirklich alle Ursachen zu finden beim Vorhofflimmern. Ja. Ich bin ja eigentlich elektrophysiologisch gestartet, aber mittlerweile durch dieses Vorflimmern, was wir in den letzten 17 Jahren in Köln jetzt behandeln, bin ich nicht nur kardiologisch, elektrophysiologisch, sondern auch internistisch automatisch weiter aufgestellt. Ich muss es, weil wir sehen es ganzheitlich. Das heißt, es ist nicht nur der Rhythmologe, der Kardiologe, sondern wir müssen wirklich mit den Hausärzten zusammen gucken, welche verschiedenen auch internistischen Grundursachen vorliegen können, die wir alle natürlich abchecken müssen. Magst du uns einfach mal einen typischen Verlauf eines Patienten beschreiben, der bei sich feststellt, bei mir schlägt das Herz nicht rund? Was passiert? Was sollte er machen? Welche Schritte müssen jetzt eingeleitet werden? Genau. Erstmal sollte er nicht in Panik verfallen, wenn das Herz arrhythmisch ist. Das ist erstmal kein Problem. Also keine Angst. Trotzdem will man natürlich eine Abklärung und muss es auch schnell abklären. Das heißt, der Gang zum Arzt, man kann zum Hausarzt gehen. Wenn man Symptome hat, wenn man Beschwerden hat, sich nicht wohlfühlt, dann kann man auch mal nachts in die Notfallambulanz. Das ist dann so. Und dafür sind wir da. Und dann wird ein EKG gemacht. Sollte sich das bestätigen mit dem Vorhofflimmern, gibt es sofort den Blutverdünner. Spätestens mit dem Blutverdünner gibt es keine Gefahr mehr. Schlaganfall kann nicht mehr entstehen. Und dann würden wir Medikamente geben, um das Herz vielleicht etwas zu bremsen. Und wenn es nicht von alleine aufhört, dann würden wir dann am nächsten, übernächsten Tag eine sogenannte Kardioversion durchführen. Das heißt, wir würden mit einem Elektroschock in einer Kurznarkose, der Patient merkt nichts davon, den Rhythmus wiederherstellen. Also wie ein Computer wird das Herz einmal resettet und dann ist der Patient wieder im Rhythmus. Dann ist alles gut. Und dann gucken wir nach, gibt es die Ursachen, die wir gerade besprochen haben. Und wenn es keine Ursachen gibt, dann würde man natürlich dann abwarten, wie oft das Vorflimmern nochmal kommt. Und wenn dann 2, 3 Episoden nochmal da sind, dann wird man sich vernünftig hinsetzen müssen, um zu gucken, was man machen kann, um wirklich die Rhythmusstörung zu behandeln.
Das ist ein wunderbares Stichwort. Wir werden natürlich über die Behandlungen in der zweiten Folge sprechen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich noch die Patientinnen und Patienten, die so ein bisschen aus dem Raster fallen, die zweimal diese Herzrhythmusstörungen haben, aber immer wenn die beim Arzt sind, ist es weg. Ja. Was kann man denn bei denen machen? Beziehungsweise bekommt jeder ein 24-Stunden-EKG oder ein 7-Tage-EKG? Ja. Das geht ja hin bis zu 3 Wochen, wenn man möchte. Ja. Wir haben für solche Fälle immer Event-Recorder, externe Event-Recorder. Mhm. Die kriegen die mit für 4 Wochen. Und wenn die Vorflimmern oder vermeintliches Vorflimmern haben, dann können die das Gerät nehmen, legen es auf die Brust, drücken auf einen grünen Knopf und können dann so eine halbe Minute den Rhythmus mit EKG aufnehmen. Die haben bis zu 20 Episoden frei. Ja, und nach einem Monat kommen die dann wird das dann digital ausgelesen und dann habe ich die Episoden und dann kann ich genau beurteilen, ja, es ist Vorflimmern oder, Gott sei Dank, es sind nur ein paar Exrazysturen, die harmlos sind. Jetzt stellt mir natürlich die Frage, was kann ich tun, damit ich eben nicht an Vorhofflimmern erkranke? Gibt es Möglichkeiten? Es gibt leider keine Möglichkeit, etwas zu tun, um Vorflimmern wirklich sicher zu verhindern. Also wenn ich wüsste, was ich präventiv vorbeugend tun könnte, damit ich kein Vorflimmern bekomme, ich würde es allen meinen Patienten und natürlich mir selber sagen, was kann man machen? Das, was ich eigentlich allen empfehle, vor allem, wenn man so ein bisschen älter wird, Bewegung, schlank bleiben. Ja, das führt dazu, dass der Blutdruck stabil ist, dass der Blutzucker niedrig ist, alles Risikofaktoren. Das heißt, Sport machen, dann die Ernährung, vor allem je älter wir werden, umso weniger Kohlenhydrate, damit das dann eben auch gut mit dem Gewicht klappt. Und dann eben so auch vorbereitet sein, dass man auch im etwas höheren Alter den Puls ab und zu mal tastet, vielleicht auch mal sich anfreundet mit so einer Smartwatch, also dass man dann in solchen Fällen auch mal regelmäßig misst. Aber es gibt nichts Konkretes, nur die allgemeinen Maßnahmen, die wir ja auch sonst empfehlen, die du ja auch immer empfehlst, um fit und auch gesund alt zu werden. Ja. Also es ist wie immer der einigermaßen gesunde Lebensstil mit viel Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und wenig Stress. Wenn das möglich ist, sehr gerne, ja. Wir sind fast zum Schluss angekommen, natürlich noch über die Notfallsituation sprechen. Ja. Was passiert denn eigentlich bei dem Patienten, der jetzt akut merkt, boah, bei mir geht's los, ich habe diese Herzrhythmusstörung und ich habe Angst, ich habe vielleicht Panik und das triggert ja sogar. Was kann man da empfehlen? Ich empfehle, Nase zuhalten, schön in den Bauch hineinpressen. So Nase zu, wie so Sit-ups, diese Sit-ups, die wir im Fitnessstudio machen, damit man einen Druck erzeugt, der dann als sogenannten Valsalva-Pressversuch dann das Herz wieder in den Takt bringt. Oder eiskaltes Wasser trinken. Oder, wie du schon gerade richtig gezeigt hast vorhin, hier am Hals vorsichtig tasten, aber bitte ganz vorsichtig, niemals an beiden, nur an einer. Und dann kann man vielleicht das ein bisschen modulieren. Aber am Ende gibt es auch viele, die eigene Tricks haben. Mhm. Ich habe einen, der setzt sich dann immer aufs Fahrrad, warum auch immer. Der fährt dann 300 Watt, ein ehemaliger Rennradfahrer, und dann ist es weg. Wahrscheinlich, weil er sich dabei entspannt. Wahrscheinlich. Ein anderer, der hat immer einen Handstand gemacht, ach komm, bis er sich beim Handstand den Arm gebrochen hat, ach komm, und dann hat er sich bei mir applaudieren lassen. Also es gibt Geschichten, die sind halt individuell sehr verschieden. Aber jeder findet da so einen Weg. Am besten ist es natürlich, einen Weg zu finden, dass das Vorhofflimmern nie wieder auftritt. Und wie man jetzt Vorhofflimmern behandeln kann und sogar zur Heilung beiträgt und damit natürlich auch die Lebensqualität steigert, darüber werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten, oder? Sehr gut. Ich freue mich sehr, Heidi. Ganz toll. Marc, vielen lieben Dank für das tolle, informative Gespräch. Klasse. Dankeschön. Ihr Lieben, das war's für heute. Das war die erste Folge der Podcast-Staffel Herz intakt, ein Podcast von Medtronic. Am Donnerstag gibt es natürlich die nächste Folge, entweder hier als Video oder als Audioversion, überall da, wo es Podcasts gibt. Und das wird natürlich eine ganz spannende Folge. Wir unterhalten uns über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von Vorhofflimmern. Also seid unbedingt dabei. Am besten abonniert ihr uns, damit ihr wirklich nichts verpasst. Ich freue mich auf euch. Also bleibt gesund und mir gewogen. Euer Doc Esser. Ciao.